So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, dass ihr den Karneval gut überstanden habt, sofern ihr gefeiert habt. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben heute eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Freie Themennacht, ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne sprechen wollt. Mein erster Anrufer heute Nacht ist der Frank. Und Frank ist 33 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo Domian. Hallo Frank. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Probleme also mit meinem besten Arbeitskollegen. Mhm. Der hat also heute Abend wieder Theater in meiner Wohnung gemacht. Der hat einmal Selbstmordversuch, wollte vom Balkon springen. Dann habe ich ihn davon noch zurückhalten können. Dann hat er sich bei mir in der Wohnung hier die Pulsadern aufgeschnitten. Da musste ich Polizeikrankenwagen rufen. Den haben sie mit in Handschellen abgeholt. Das ist alles in der Vergangenheit schon passiert, nicht heute? Heute schon. Das ist früher auch schon passiert. Ja, was ist denn heute passiert? Ja, heute hat er sich auch wieder die Pulsadern aufgeschnitten. Aha. Den habe ich vorhin abholen lassen. Ich weiß mir langsam kein Rat mehr, was ich... Wie oft ist das schon in deiner Anwesenheit oder in deiner Wohnung passiert? Das ist also schon... Viermal passiert. Viermal schon? Viermal ist das schon passiert. Wohnst du alleine? Ich wohne alleine, ja. Und ist das würdest du sagen, dass er auch ein Freund von dir ist oder nur ein Arbeitskollege? Nein, das ist auch ein Freund. Also ein guter Freund? Ja, der hat früher neben mir gewohnt, aber dann musste er raus. Jetzt wohnt er woanders. Mhm. Und das macht er jedes Mal, wenn er Alkohol getrunken hat. Und dann fängt er an durchzudrehen und... Dann kann man auch auf ihn einreden, nur dann hört er auf keinen mehr. Was meinst du, was ist los bei ihm? Warum ist er so durcheinander, so verzweifelt? Ja, wenn ich das wüsste, das weiß ich eben nicht. Wie lange seid ihr bekannt, befreundet? Ich kenne ihn über 20 Jahre. Über 20 Jahre? Ja. Und dann weißt du das nicht? Redet ihr nicht miteinander, wenn er... Ja, der kommt nicht raus aus sich. Das ist jedes Mal, wenn er Alkohol trinkt und ich rede immer auf ihn ein, er soll das sein lassen, aber... Sobald er allein ist in seiner Wohnung, dann fängt er an, sich die Arme aufzuschnitzen und... Ach so, solche Sachen passieren auch, wenn er alleine ist? Ja. Das macht er nicht nur bei dir? Nein, das macht er auch, wenn er alleine ist. Aber er macht es immer so, dass man ihn irgendwie noch rettet? Ja, ja. Das heißt, so ein wirkliches ein Tötungswille steckt da nicht hinter? Ja, das kann ich so nicht sagen. Vielleicht ist also eine Verzweiflung, ein Signal ist das nach außen. Richtig. Es ist jetzt auch passiert, das ist jetzt 3 Wochen her, dass er sich mit einer heißen Bratpfanne hatte sich den ganzen Oberarm verbrannt und den ganzen Unterarm. Da war er im Krankenhaus. Auch durch Alkohol ist das passiert. Da hat er noch Glück gehabt, dass man ihn gefunden hat in der Wohnung. Wer findet? Dann habe ich das rausgekriegt. Da bin ich im Krankenhaus gewesen. Der hat also schon viel durchgemacht und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Also ich bin fertig mit den Nerven. Das glaube ich. Ich meine, heute auch wieder sowas passiert ist. Auch wieder. Beschreib mir den Verlauf heute, wie es abgegangen ist. Ja, wieder durch. Er kam nach mir hin und dann 1-2 Bierchen trinken und dann ein paar mehr. Ja, und dann ist er halt wieder durchgedreht und hat halt wieder zum Messer gegriffen und hat wieder versucht, sich umzubringen. Hat er das Messer dabei oder geht er zu dir in die Küche? Oder nein, er hat ein Messer dabei, das habe ich aber leider nicht gesehen. Warum gibst du ihm überhaupt Alkohol, wenn du weißt, dass das immer dann eskaliert? Er bringt sich den Alkohol mit. Und warum gestattest du das, dass es in deiner Wohnung getrunken wird? Ja, weil normalerweise passiert das nicht. Ich kenne ihn also anders. Das ist erst seit 4-5 Jahren, dass er so eine Scheiße bringt. Naja. Du bist gut. Erst seit 4-5 Jahren. Das ist ja nun schon eine enorm lange Zeit. So, dann hat er das Messer genommen. Was hat er dann gemacht? Ja, dann hat er wieder angefangen zu ritzen. Dann war ich auf der Toilette und wie ich wiederkam, hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten und dann... Das heißt, das Blut floss schon bei dir in die Wohnung? Ja, dann saß er hier, ja. Und dann musste ich Krankenwagen rufen, dann kam die Polizei, weil er bekannt ist. Ja. Dann haben sie ihn gleich in Handschellen, haben sie ihn gleich abgeführt und mitgenommen. Mhm. Ich weiß mir also langsam keinen Rat mehr. Bist du die einzige enge Bezugsperson für ihn? Ja, er hat keinen anderen. Ja, hat er auch keine Freundin, keine Frau? Nein, gar nichts. Hast du eine Freundin, eine Frau? Ich habe eine Freundin. Ja. Und ist er so in deinem Alter ungefähr? Mein Arbeitskollege oder meine Freundin. Nee, dein Arbeitskollege, dein Freund. Der ist 48, ich bin 43.
Und war er mal verheiratet? Hatte er mal eine Familie? Nein, gar nicht. Mhm. Das ganze Leben lang ist er alleine. So, wenn ihr 20 Jahre miteinander befreundet schon seid, das heißt, da warst du ja noch ganz jung, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch meine Arbeit. Aber da warst du 20 Jahre, da warst du 13. Ja, da habe ich aber auch schon gearbeitet. So ein paar kleine Jobs halt. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt. Ach so, und dann hat sich das so allmählich aufgebaut? Ja, das hat sich ganz langsam aufgebaut, immer höher. Weil in der ersten Zeit warst du ja als Freund uninteressant für ihn, weil du noch viel zu jung warst. Ja, aber nach und nach hat sich das dann aufgebaut und dann ist er verflossen in diesen Alkohol. Ja, gut, und also ihr kennt euch wirklich sehr lange. Und du kannst, und wenn er nüchtern ist, gibt es keine Möglichkeit, mit ihm zu reden? Wenn er nüchtern ist, sieht er das ja ein. Das ist ja mein Problem. Mhm. Wenn er nüchtern ist, sieht er das ja ein. Ja, er sieht es ein, aber äußert er sich dann darüber, was ihn innerlich dann so antreibt? Nein, gar nicht. Und wenn du fragst, macht er sofort dicht? Ja, ich kriege aus ihm nicht raus. Gar nicht. Glaubst du, dass er selbst nicht weiß, was mit ihm los ist, oder ob er sich, oder schämt er sich, etwas zu sagen? Nein, ich vermute, dass er nicht rauskommt, was mit ihm los ist. Was heißt das? Also er weiß es doch, oder wie? Er weiß es, aber er sagt mir nichts. Hast du irgendeine Vermutung? Wenn ich das ja eben wüsste, dann wüsste ich ja, wie ich auf ihn zugehen kann. Ich weiß es eben nicht. Was ihn bedrückt? Ich hatte es gerade nicht richtig verstanden. Hatte er in all den Jahren mal eine Freundin oder eine Frau? Nein, gar nichts. Gar nichts? Auch nicht irgendeine Affäre mal? Nein, nichts. Ist auch merkwürdig, ne? Gar nichts. Er hatte nichts. Er hat immer zu Hause gesessen, immer sein Bier getrunken, dies und das. Mhm. Nichts, gar nichts. Das ist ja das, was mich irgendwo ein bisschen stört auch. Ich komme an ihn einfach nicht ran. Mhm. Ich komme an ihn nicht ran. Ich meine, er zieht dich ja in dieser Art, wie er das macht, immer mit in sein Leid hinein. Ja, er zieht mich mit runter. Ja. Ich bin auch irgendwo, ich bin fertig, ich bin am Ende, ich kann einfach nicht mehr. Wenn er nüchtern ist, ist das ein Typ, der eigentlich ganz nett ist? Ja. Ja. Könntest du ihn dazu bewegen? Ich meine, das ist ja nun sehr dramatisch und das ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit mehr. Könntest du ihn denn dazu bewegen, zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt zu gehen? Habe ich ihm schon 100.000 Mal gesagt, er geht nicht. Er sagt immer, ja, er geht zum Arzt. Dann macht er vielleicht mal ein, zwei Therapiestunden mit und dann bricht das wieder ab und dann fängt er wieder an zu treten. Aber ich verstehe von deiner Seite aus nicht, Frank, dass wenn das hier so lange schon geht, du hast es gerade so gesagt, das ist ja erst seit 3, 4 Jahren oder 5 Jahren, dass du gestattest, dass in deiner Wohnung Alkohol getrunken wird. Wenn er es nicht hier macht, dann macht das für sich allein und dann weiß ich nicht, was mit ihm passiert. Okay, das ist natürlich ein Argument. Aber das ist das. Aber dennoch könnte das schon mal ausgeschlossen werden, dass es in deiner Wohnung passiert. Ja, ich kann es ihm aber auch nicht verbieten. Du kannst es ihm verbieten, in deiner Wohnung Alkohol zu trinken. Ja, natürlich. Ja, wenn ich ihm das aber hier verbiete, dann geht er woanders hin. Dann geht er raus, dann trinkt er sich irgendwo anders ein, irgendwo in den Park und dann weiß ich nicht, was mit ihm passiert. Wenn das so häufig passiert ist, wird er doch sicher wahrscheinlich immer in dasselbe Krankenhaus eingeliefert, oder? Nein, immer verschiedene. Das heißt, aber er ist doch bei der Polizei schon auffällig geworden. Ja, der ist bekannt ohne Ende bei der Polizei. Mhm. Na, mit den Krankenhäusern war meine Idee, dass man dann von Seiten der Krankenhäuser ihm nicht schon etwas angeboten hat, dass er psychologisch, psychiatrisch etwas nimmt. Ja, das haben sie ihm ja gesagt, aber dann bleibt er ein, zwei Tage im Krankenhaus, genau wie heute Abend. Jetzt ist er wieder da, da bleibt er bis morgen früh und dann haut er wieder ab. Dann entlässt er sich wieder selber, dann haut er wieder ab. Das ist natürlich das Schwierige. Wenn jemand völlig zu sich macht und einen Betonwall um sich aufgebaut hat, ist das irre schwierig, als Freund, als Nahestehender an den Rand zu kommen. Ja. Ich glaube, dass so etwas immer nur funktioniert, indem man auf Distanz geht. Indem man ihn nämlich versucht, dadurch wach zu rütteln, dass man ihm klar sagt, pass mal auf, wenn du das nicht änderst, kann ich nicht mehr dein Freund in dieser Art und Weise sein, weil du mich kaputt machst damit. Ich will dir helfen, aber du lässt dir nicht helfen. Ja, er lässt dir nicht helfen. Genau, und wahrscheinlich bist du auch völlig überfordert, aber das Helfen lassen wäre ja schon, dass er einsichtig ist und würde sich mal in ärztliche oder psychologische Behandlung begeben. Ja, bin ich ja schon so oft mit ihm gewesen, aber dann geht er, wie gesagt, dann geht er ein, zwei Mal hin, dann bricht er es wieder ab, dann haut er ab, dann... Und was wäre, wenn du sagen würdest, pass mal auf, also wenn du das jetzt nicht alles angehst, dann sind wir keine Freunde mehr? Ja,
dann sagt er zu mir, ja, dann eben nicht, dann suche ich mir andere Freunde. Das habe ich schon ein paar Mal von ihm zu hören gekriegt. Mhm. Wobei er sich ja so schnell keine anderen Freunde findet. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja. Mit Sicherheit nicht. Mhm. Und darum, also ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ich sag's nochmal, dass man durch Abgrenzung sich selbst da auch schützen muss in solchen Fällen. So schwer das auch ist und so schlimm das auch ist. Weil du kannst ihn nicht mit Gewalt irgendwo hinbringen. Das geht nicht. Nee, das muss er selbst. Das kriege ich ihn auch nicht hin. Dann macht er zu, dann. Genau, ja. Dann haut er ab, dann sehe ich ihn ein paar Wochen nicht, ja. dann macht er einfach zu, dann so, verschwindet er. Was über diese Abgrenzung hinaus, was so meine spontane Idee ist, was du eventuell noch tun könntest. Mhm. Oder was du ihm vielleicht auch zustecken könntest. Vielleicht doch noch an Telefonnummern, wohin er sich wenden könnte. Man kann es ja nochmal versuchen. Ja, versuchen kann ich. Das würde ich dir gerne jetzt von meinem Psychologen geben lassen. Ja. Dass du jetzt noch ein paar Worte mit dem Peter, meinem Psychologen, sprichst und dass der mir ein paar Telefonnummern gibt. Genau. Dass ich da eventuell ihm noch ein paar Ratschläge genau. geben kann. Genau. Dass du alles Menschenmögliche auf jeden Fall getan hast und mehr kann man irgendwann da nicht tun. Nee, mehr kann ich. Ich kann auch irgendwann nicht mehr. Also ich bin fix und fertig. Das glaube ich, wenn man sowas heute miterlebt hat. Ja. Lieber Frank, du legst auf, das heißt Peter ruft dich an. Ja, ich lege auf und der ruft mich an. Genau, so machen wir das. Ja, gut, Domian. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. In die Mail bitte unbedingt eure Telefonnummer reinschreiben und euer Thema, über das ihr gerne sprechen wollt, kurz umreißen. Nicht zu lang, wenn es irgend geht. Dann können die Kollegen im Hintergrund effektiver arbeiten und brauchen nicht so sehr lange zu lesen. So, jetzt bin ich verbunden mit der Isa und Isa ist 28. Guten Morgen, Isa. Guten Morgen. Hallo Isa. Um was geht's bei dir? Ich habe Liebeskummer. Ach, Isa. Ja, ganz schlimm. Ja, sehr, sehr schlimm. Also, ich erkläre dir das mal jetzt so ganz grob. Bitte. Also, ich bin mit dem Freund von meiner Freundin, seit 3 Jahren habe ich ein Verhältnis mit dem. Ein geheimes Verhältnis? Ja. Mit dem Freund deiner Freundin? Ja. Deiner besten Freundin? Nee, einer meiner Freundin. Einer deiner Freundin? Mhm. Seit 3 Jahren ein geheimes Verhältnis? Ja. Und du kannst deiner Freundin noch in die Augen gucken? Oh, nee, eigentlich nicht. Ich habe den Kontakt ja auch so ein bisschen abgebrochen. Erzähl erstmal weiter. Ja, und ich weiß nicht. Also der sagt, dass er mich liebt. Ich liebe den natürlich volle Pulle. Aber das geht nun mal nicht so weiter. Ab und zu liege ich zu Hause, dann trinke ich was. Und dann, wie immer halt, dann fange ich an zu heulen. Und ich mache mir natürlich super Hoffnungen. Ja, ich verlasse die und dies und das. Es passiert aber nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Und das Spielchen geht seit 3 Jahren so? Ja. Seit 3 Jahren macht er dir irgendwie Hoffnungen und es passiert aber nichts. Ja, ganz genau. Wie oft siehst du oder hast du bisher so deine Freundin gesehen? Du hast gerade gesagt, du hast es ein bisschen eingeschränkt, aber so, wie lief das bisher? Ja, also ich sehe die fast jeden Tag. Mhm. Und ihn auch. Und ihn dann auch. Mhm. Und unternehmt ihr auch schon mal was zusammen? Zu dritt, meine ich? Nee, das nicht. Und deine Freundin wittert gar nichts? Bitte? Und deine Freundin, die wittert gar nichts? Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. So, manchmal habe ich das Gefühl, die merkt da schon sowas, aber manchmal dann denkst du, nee, kann die nicht, weil wie soll die das denn merken? Ja. Also, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, weil ich super verliebt bin, wirklich. Ja. Und ich will den auch nicht verlieren, egal was ist. Und der weiß, der kann auch immer kommen, wann er will. Und was piepst denn da im Hintergrund? Ja, das ist ein anderes Handy. Schalt das mal aus, und mach mich ganz jeck. Ja. Wie macht ihr das denn so heimlich? Wo trefft ihr euch? Ja, bei mir zu Hause. Nur bei dir? Mhm. Und da gibt es keine anderen Leute, die das eventuell beobachten könnten und dass sich das dann rumspricht, die ihn kennen und dich und die Freundin und so? Natürlich, wir haben also nur, also unser Bekanntenkreis ist eigentlich allgemein. Also sie hat meine Freundin auch. Ja. Also untereinander kennen wir uns alle mal, aber es sagt keiner was. Es sagt keiner was? Es wissen schon ein paar Leute, ja. Ach so, es wissen schon ein paar. Ja, klar. Umso schlimmer. Ja, finde ich auch. Umso schlimmer. Wie hält er dich denn hin? Wieso ist er noch nicht bei dir, wenn er auch große... Ja, ich weiß es nicht. Er sagt, er hat bei ihr Sachen, die ihm gefallen und bei mir genauso. Mit mir kann er natürlich lachen und ich bin natürlich für jeden Scheiß zu haben. Ja. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke. Und die Freundin ist eher eine ernstere Frau? Ja, also die fährt ihn überall hin und macht alles auch. Ja.
Weiß nicht. Wie lange sind die beiden denn zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Ist dann ja auch nicht so lange. Das heißt also, der war erst ein Jahr mit ihr zusammen, als er mit dir angefangen hat. Ja, ganz genau. Haben die Kinder? Nein. Nee. Ist er denn, ist er glücklich, auch mit der anderen? Er sagt ja, aber es kann ja nicht so sein, sonst wird er nicht fremdgehen. Ja, ach weißt du, weißt du, Isa, es gibt Menschen, die sind einfach, das sind keine guten Charaktere. Die lassen sich von allen Seiten bedienen. Vielleicht ist er so ein Typ. Ist er, glaube ich. Er hat zwei Frauen, die alles mit ihm machen, was er will. Ganz genau. Er hat's gut. Er hat dich und du deckst einen bestimmten Teil seines Lebens ab und er hat seine Hauptfreundin, die deckt den anderen Teil ab. Ja, das stimmt. Und so lässt er sich das gut gehen. Aber ich komme da nicht raus. Das ist ein Teufelskreis. Weißt du, wenn das 3 Jahre dauert, würde ich da einen Pfifferling Wert drauf geben, dass der das ernst meint von wegen, er will sich dir irgendwann ganz zuwenden. Sagt er das eigentlich immer wieder mal so? Ja. Ja, das natürlich, so kann man jemanden bei der Stange halten. Natürlich. So schürt er das Feuer auch immer wieder. Ja, natürlich. Auch wenn ich andere Leute kennenlerne, Jungs oder so, ja, dann flippt er aus. Ja, ja klar. Er will ja, dass das alles so, das ganze Gefüge so bleibt, wie das jetzt ist. Ja. Isa, weißt du, das ist natürlich eine Situation für dich, die äußerst kompliziert ist. Aber wem sage ich das? Ja. Letztendlich musst du eine Entscheidung treffen. Du, nur du. Ich nehme mir das ja auch immer vor, es klappt aber nicht. Es klappt wirklich nicht. Dann leidest du noch nicht genug. Doch, ich leide genug. Nee, dann leidest du noch nicht genug, sage ich dir. Ja, sonst müsstest du auf den Tisch hauen und sagen, pass mal auf, Bursche. Nee, nicht mit mir nicht mehr. Abgesehen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, von der schlimmen Sache, die du deiner Freundin antust. Ja. Also unter Freundinnen, guten Freundinnen ist das aber sowas von Tabu, an den Kerl des anderen ranzugehen. Das stimmt schon. So. Aber ich sag, wo die Liebe hinfällt. Ja gut, aber nicht 3 Jahre. 3 Jahre so ein geheimes Theater da. Wenn das sich relativ schnell ergeben hätte und okay, da hast du recht, wo die Liebe hinfällt. Aber so ist das ein Betrug, der sehr schäbig ist, finde ich. Ja. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass du dir selbst eben auch einmal so in deinem Selbstwertgefühl nichts Gutes antust, deiner Freundin gegenüber. Aber dein Selbstwertgefühl ist sowieso nicht sehr groß im Moment, weil er dir das kaputt macht. Ja, das stimmt allerdings. Er signalisiert dir ja immer zu, so ganz hundertprozentig bist du für mich nicht geeignet, deswegen entscheide ich mich nicht für dich. Und das ist gerade kein Kompliment für dich. Das stimmt, das sagen meine Freundinnen mir auch, also die das wissen. Ja. Aber ich will das nicht, ich will das gar nicht hören. Aber du hörst es und du hast dir wahrscheinlich auch ausmalen können, dass ich das in der Richtung auch so sage. Ja. Manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man so in so einem Sumpf drinsteckt, dass man immer und immer wieder von außen so diesen objektiven Tatbestand gesagt bekommt. Das dauert vielleicht eine Weile, ehe das dann in einem wirkt, aber irgendwann wirkt das schon. Irgendwann wirkt es. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo das zündet. Tatsache ist, dass du entscheiden musst. Du musst dem ein Ultimatum stellen. Und dann darfst du nicht innerlich für dich jammern, ich kann nicht. Du musst. Wenn du es nicht machst, dann lass das alles so weiter vor sich hin plätschern wie jetzt und leide. Nee, das will ich nicht. Und lass dich beschissen behandeln. Das ist so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das so. Ja, das ist so. Ja. Isa, mir kann ich nicht sagen. Das ist aber nett. Das ist meine Meinung. Dankeschön. Ja, alles. Weiter. Danke und alles Gute wünsche ich dir und vor allen Dingen viel Kraft für die Entscheidung. Ja, werde ich versuchen. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Yvonne. Yvonne ist 28. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Mhm. Also eigentlich sollte er ja anrufen, aber er traut sich nicht. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Es tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so einfach schnell durchkomme. Das klappt ja schon wunderbar bisher. Danke. Was ist das für ein Problem? Ja, es ist das Problem, dass er halt sehr schnell aggressiv wird. Mhm. Und er hat mich halt schon
jetzt schon ein paar Mal geschlagen und mir immer gesagt, dass das halt nie mehr macht. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, wenn ich ehrlich bin, also richtig zusammen, wir sind ein Jahr sehr wärmer eigentlich richtig jetzt schon zusammen, aber durch diese ständigen, alle zweiwöchigen, also am Anfang hat er mich nicht geschlagen, also immer nur Streits und immer diese Aggressivität und immer diese Laune und dann halt war ich halt davor halt mit einer großen Liebe mit mir zusammen, das war halt sein Kumpel und dadurch ist er halt eben sehr eifersüchtig auf ihn halt noch und er versteht es halt nicht, dass ich ihn halt sehr geliebt habe. Also er ist eifersüchtig auf die Vergangenheit, die für dich aber eigentlich abgeschlossen ist. Ja, also am Anfang war sie für mich noch nicht abgeschlossen und das war halt mein Fehler, dass ich halt eben gesagt habe, ich habe immer zu ihm gesagt, er soll mir Zeit lassen, weil ich halt nicht von einer Beziehung in die nächste gehen kann. Das hat er halt nie verstanden. Mhm. Ich weiß ja, dass er mich geliebt und geliebt hat immer noch. Und aber heute bist du, heute hast du dich schon verabschiedet also jetzt, von... Ja, für mich ist es verabschiedet. Ja. Wir waren jetzt zusammen in Urlaub. Ich habe mit ihm geredet, so von wegen, ja, zusammenziehen und Kinder kriegen und so. Ich war, da habe meine ganze Zeit verbringe ich nur noch mit ihm. Moment, mit wem warst du im Urlaub? Mit deinem Ex oder mit deinem jetzigen? Nein, um Gottes Willen, nein, mit meinem Ex nicht. Das war das, er hat ja nie was mit mir gemacht, mein Ex. Also, meine Frage war, mit dem Ex, das ist jetzt definitiv, definitiv vorbei, ja. So, jetzt sag mir mal, wie oft er schon handgreiflich gegen dich geworden ist, dein jetziger Freund. Nicht. Also so, also am Anfang hat er nie was gemacht und hat mir immer geschworen, dann hat er einmal im Bett gelegen von einem Jahr war das, da hat er gesagt, hat er so die Hand so hochgehoben, hat mich so in die Ecke gedrängt, hat mich angeguckt, hat so die Hand hochgehoben, da habe ich schon einen Schock gekriegt, dann habe ich ihn rausgeschmissen, hat er zu mir gesagt, er wird mich nie schlagen. Mhm. Jetzt ist halt so weit, dass er halt mich dann in die Ecke drängt, dass er was umschmeißt. Ich habe jetzt einen friesenblauen Fleck hier auf der Schulter, das war vorgestern, ich konnte nicht auf der Seite mehr schlafen. Also dann schlägt er schon zu? Ja, er schlägt mir nicht ins Gesicht, also dass man das nicht sieht, aber er boxt mich halt auf die... Also ich habe immer bis jetzt blaue Flecken gehabt. Also wie oft ist es passiert bisher? Viermal, dreimal, fünfmal, zehnmal? Viermal. Im Urlaub war es halt eben sehr krass. Wann war der Urlaub? Also im Urlaub war es halt eben so, dass wir im Januar waren, da wollten wir halt unseren ersten Urlaub, weil ich mit meinem Ex-Freund nie in Urlaub gefahren bin. Ja. Und am ersten Tag haben wir uns wieder gestritten. Und dann bin ich dann mit der Nachtwanderung alleine weg und dann bin ich da mit einem anderen Typen rein und haben dann so, dann waren wir beide was getrunken, hab ich nur gesagt, ich war jetzt mit dem da weg und hab mit dem rumgeknutscht, weil ich irgendwie so stinksauer auf ihn war. Ich meine, bin ich der Meinung, tu mir einen, helf mir mal bitte. Dann bin ich der Meinung, dann, wenn man doch sowas hört, dann geht man doch aus dem Zimmer raus oder macht doch mit mir Schluss. Aber man geht doch nicht mit mir ins Zimmer, dann hoch, schläft mit mir dreimal und dann auf einmal sagt mir, ach ja, du hast ja auch mit dem rumgeknutscht, hast du ja gesagt. So, und jetzt sage ich dir mal die Meinung und wirkt mich dann. Also er hat dreimal mit dir geschlafen und wirkt dich danach, ja, weil danach ihm das dann eingefallen ist. Ich meine, ich bin doch, gehe doch davon aus, wenn ich noch irgendwas höre, was mir nicht passt, wenn ich doch sage, ich knutsche mit jemandem. Ja, ich bin ja dahin, ich war stinksauer. Aber dieses weil Knutschen, lass mich mal dabei, dieses Knutschen? Das war überhaupt gar nichts. Ich habe das nur so gesagt, weil er gesagt hat, wo warst du jetzt, wo warst du jetzt? Achso, du hattest mit dem gar nicht geknutscht. Ich hatte gar nichts gemacht, das hätte er sie merken müssen. Aber du hattest nur ein bisschen mit dem so gequatscht. Nein, ich war eine Stunde, also Entschuldigung, ich habe es verkehrt erklärt, bin total aufgeregt, weil ich jetzt auch weiß, dass er jetzt zuhört. Ja. Also es war halt so, eine Stunde war ich dann mit der Nachtwanderung weg, die war geführt mit so einem Animateur. Die waren immer zusammen mit 10 Leuten. Ja. Ich bin dann nachher zu dritt dann, die anderen sind dann in ihre Zimmer mit einem Mann und noch mit einem Mädchen da rein. Ja. Und habe dann oben auf dem Zimmer gesagt, ich hätte mit dem Mann rumgeknutscht. Und ich bin 28. Aber du hast es nicht gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja. Du hast es dann so ein bisschen aus Wut zu ihm gesagt. Einfach so aus der Wut. Er hat so. Okay, das habe ich jetzt. Entschuldigung, Domian, der hat zu mir auch schon ganz andere Sachen aus der Wut gesagt. Wörter, die kann man gar nicht sagen. Ja. Wie du das jetzt du bist ja ganz aufgeladen im Moment. Günther, Entschuldigung, ich kann gar nicht, ich aufgeladen, ich kann gar nicht mehr weinen. Ja, das heißt, eigentlich ist euer gemeinsames Leben, was ihr so führt, besteht das, ich frage jetzt, besteht das fast nur aus Streiterei? Ja. Aber ich hänge irgendwie an dem, weil ich ihn ja doch gerne hab. Und weil ich ja weiß, dass er mich total liebt. Aber er macht halt immer dann irgendwie so eine Scheiße. Dann wenn er gewalttätig zu dir war, hat er sich dann entschuldigt danach? Das macht er auch nicht. Wenn er dann käme und man mit dem Blumenstrauß ankäme, aber der macht das ja nicht. Der kommt dann, macht dann erstmal so, aber du hast das ja gesagt und du hast das ja gesagt und du musst das doch verstehen und du musst das doch verstehen und sage ich dann immer, das kann man doch nicht machen, du kannst Yvonne, dich doch nicht schlagen. Yvonne, du hast gerade gesagt, er wird, er schaut heute Abend zu.
Ja, er hört zu. Er hat sich ja nicht getraut. Wo ist er denn im Moment? Der ist zu Hause, der müsste jetzt vorm Fernseher gucken. Er hat mir ja versprochen, das war seine letzte Chance, heute mir zu zeigen, dass er dich wenigstens anonym anrufen kann. Mhm. Dass er wenigstens mit mir redet, weil er glaubt ja immer noch, dass ich irgendwie schuld bin. Mhm. Ich sag dir immer sowas. Also, egal wer da schuld ist, lieber Freund von Yvonne, schlagen ist ja nur das Allermieseste, was man einer Frau und überhaupt einem Menschen antun kann. Das ist auch nicht männlich, das ist einfach feige. Und wenn so etwas mal passiert ist, was eigentlich nie passieren darf, da muss man auch Manns genug sein und muss sich entschuldigen. Es sei denn, ihr beiden werdet einfach euch klar, dass ihr nicht zusammenpasst. Dann müsst ihr aber auch die Konsequenz ziehen, du, der Freund von Yvonne, genauso wie Yvonne, und zu sagen, wir lassen das lieber. Ja. Denn das jetzt gerade, was du mir erzählst, Yvonne, das ist ja keine Beziehung. Das ist ja auch nicht. Das ist ja die Hölle. Ist es auch. Und da nochmal einen Ansatz zu kriegen, dann müsste er sich aber sehr, sehr verändern. Ja, und das kann er halt nicht, aber er will es ja, er sagt es ja immer, er will mich heiraten, er will Kinder mit mir haben, ich wäre seine Traumfrau und alles. Und also glaube ich ihm das manchmal. Also du denkst schon, dass es auch etwas in ihm gibt, das dich sehr liebt. Ja, am Valentinstag hat er mir süße Geschenke gemacht, 365 Gutscheine für das Jahr jetzt. So, würdest du immer nur 10 Minuten. Würdest du ihm dann, nehmen wir mal an, er käme glaubhaft zu dir. Würdest du ihm verzeihen? Domian, ich habe gesagt, er hat sich oft entschuldigt. Ich habe ihm schon ein paar Mal verziehen und habe das jetzt auch. Vor dem Urlaub habe ich gesagt, okay, ich fahre mit dir in Urlaub, wenn das nie mehr passiert. Und ich habe ihm das verziehen. Das heißt also, wenn es glaubhaft eine Chance gäbe, dass der Mann, dein Freund, sich wirklich radikal ändert, wärst du nochmal bereit für einen Neuanfang? Ja, aber dann müsste ich habe davor Angst, ich habe jetzt Angst davor, dann ist vielleicht 3 Monate. Ja, das habe ich schon verstanden, Da ist schon, also Liebe ist noch da, von deiner Seite aus. Ja, wir bringen ja viel Zeit miteinander, aber ich weiß das nicht mehr, Liebe, weiß nicht mehr, denn Liebe ist es nicht, war auch irgendwie nie richtig, ich weiß es nicht. Das ist aber jetzt eine Aussage. Ja, das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Stopp, das ist aber eine ganz, ganz, ganz dicke Aussage. Ja. Eine Liebe ist es nicht und war es auch nicht. Ja, weil er immer irgendwie so was ist. Ja, Moment, aber wenn du das so sagst, Yvonne, dann ist das aber auch keine Beziehung, die ihr da führt. Ja, dann gibt es auch keine Grundlage für die Beziehung. Ja, meinst du? Ja, finde ich schon. Wenn du so, ich meine, das müsstet ihr beide ja, ich sag das jetzt zu euch beiden. Mhm. Wenn das eine Person sagt, Liebe ist das nicht. Ja, ich finde, das ist aber doch keine Liebe, wenn man so miteinander umgeht. Nein, eigentlich nicht. Also für mich hört sich das auch sehr kaputt an, muss ich sagen. Ja, gell. Sehr kaputt. Ja. Und eigentlich hört es sich für mich so an, dass man sich trennen sollte. Ja. Jetzt sage ich mal noch was. Ja. Auch in der Hoffnung, dass dein Freund zuhört. Ja. Wenn von dir, dem Freund von Yvonne, wenn dir vielleicht wirklich was ganz Großes daran gelegen ist, mit Yvonne zusammen zu sein, dann müsstest du einen großen Beweis hinlegen, dass du dich veränderst. Mhm. Und dieser Beweis wäre, und da kämst du nicht drum herum, dass du mit Yvonne zusammen zu einem Paartherapeuten gehst. Jetzt wirst du wahrscheinlich vorm Fernseher sitzen und sagen, ach, scheiße, sowas mache ich nicht. Ja, ich glaube auch. Ja, aber weißt du, das wäre ein Beweis, dass ihr beiden zusammen vor einem neutralen Menschen sitzt und... Ja, ich finde aber auch, guck mal, wenn er dich ja nicht mal traut anzurufen, das ist das ja. Er hätte dich ja nur anrufen müssen. Ich habe ja gesagt, beweis mir das wenigstens. Mhm. Ja. Aber also, meinst du ja, kann man sowas abstellen? Also kann das mal sein, dass er nie mehr so... Also ich meine, er tut wirklich wegen einem Satz auf 0 auf 100 gehen. Das kann man abstellen, das kann man nicht so einfach abstellen. Dazu muss man das erstmal hundertprozentig wollen. Ja. Und wenn man merkt, dass man nicht Herr seiner selbst ist, dann muss man gehen und man kann es mit Hilfe eines Therapeuten wegtrainieren. Das kann man schon. Aber das kann er nicht. Er merkt das dann und kann dann nicht weggehen. Das ist das sein Problem. Das ist das Schlimme. Mhm. Ja.
Ja, also die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, mehr Möglichkeiten sehe ich nicht. Du, ja, ich finde gut, dass du das gesagt hast, weil er hat dir bestimmt jetzt zugehört und also du hast mir auch ein bisschen jetzt geholfen. Biete aber auch dir, dem Freund von Yvonne, sehr gerne an, dass wenn du möchtest, melde dich bei uns, am besten über die Mail-Adresse und dann können wir gerne auch nochmal reden. Also das ist gar kein Problem. Boah, ich bin voll am Zittern. Bitte? Ich bin voll am Zittern jetzt, ich bin so aufgeregt. Jetzt bist du total nett, danke dir. Domian, ja? Ich glaube, du hast mir schon geholfen, weil ich wollte einfach nur, dass ich durchkomme und dass du das mal so sagst. Ja, okay. Domian, ich hätte noch ganz gern ein Autogramm. Bitte. Ja, sehr gerne. Und deine Sendung hört mich ganz oft. Ich bin im Moment arbeitslos und ist einfach nur toll. Sehr nett von dir. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Und weiter geht es mit Markus. Markus ist 33. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber sehr schön nah. Bitte? Du klingst sehr schön nah. Oh, das ist schön. Das ist eine gute Leitung, eine gute Verbindung. Ja. Bevor ich jetzt mit meinem Thema anfange, zu der gnädigen Frau vor mir, ich würde sagen, sie sollte mal in sich gehen und sollte mal ganz toll nachdenken und sich dann wahrscheinlich doch trennen. Ist wahrscheinlich besser. Ich glaube, es wird darauf wird es hinauslaufen, ja. Ist wahrscheinlich besser für sie und auch für ihre Nerven. Jetzt zu dir. Bitte? Jetzt zu dir. Ja, jetzt zu mir. Ja, also ich fahre in 2 Wochen, am 15.03. vom Münsterland aus mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela. Der berühmte Pilgerweg. Genau, der Jakobsweg. Den Harpe Kerkeling zu Fuß gegangen ist. Ja, fast genau, ganz zu Fuß Harpe gegangen. Harpe Kerkeling ist ja nur von Spanien ausgelaufen. Das ist von Spanien, natürlich, ja. Das waren nur irgendwie knapp 600 Kilometer, die er gemacht hat. Nö, nur ist gut. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Ja, ich auch, davon ab. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Habe ich auch Respekt. Das ist also schon eine ganze Menge, 600 Kilometer zu Fuß. So, aber du wirst es mit dem Fahrrad machen. Ich will es. Und startest von Münster. Von Münster. Ist das eine Route, die du dir selbst ausgedacht hast, oder ist das eine historische Route von Münster sogar? Nein, ich sag mal, die Jakobsroute, der Jakobsweg, der fängt ja irgendwo in Warschau an. Aha, das weiß ich gar nicht. In Warschau? Da fängt er irgendwo an. Und irgendwo ist er in Vergessenheit geraten in den ganzen 100 Jahren. Und der fängt dann erst wieder ab Köln, ist er erst wieder ausgeschildert. In Köln ist er ausgeschildert, ab Köln? Ab Köln ist er wieder ausgeschildert. Das weiß ich gar nicht. Also muss ich mal erkunden, wo das hier ist. Am besten vom Dom aus, da findet man ihn am leichtesten. Immer der Muschel hinterher. Dann suche ich da mein Schild Jakobsweg, ja. Ja, das ist einfach so eine Muschel, so eine Jakobsmuschel, das ist dann der Wegweiser und da die Spitze zeigt, in der Richtung musst du laufen. So, und du hast dir das aber vorgenommen, jetzt von Münster den ganzen Weg bis nach Spanien mit dem Fahrrad zu fahren? Mit dem Fahrrad, samt Kinderanhänger und 2 kleinen Hunden. 2 kleinen Hunden? Ja, das ist der Kassel-Mix. Das sind deine Hunde, die du mitnehmen willst und musst, oder? Ja, genau. Ich werde sie nicht abgeben und ich liebe meine Hunde und die sollen dann schon das Leid und das Glück mit mitnehmen. Na, die haben es ja gut da hinten drin. Ja, klar. Ich meine, die können raus, wann sie wollen. Ne? Die können nebenher laufen neben dem Fahrrad. So kleine, diese Jack Russell, Terrier, wie heißen die? Ja, genau. Ja, die. Ja, ich kenne die, ja. Ich meine, sind zwar kleine Renner, aber ich meine, so viele Kilometer sind sie auch nicht gewöhnt. Ne? So, Markus, warum machst du das? Warum? Lange Geschichte. Ich war damals verheiratet. Mach sie für uns kurz. Ja, ich war damals verheiratet gewesen. Meine Frau ist 2002 gestorben. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig, ich habe mein Unternehmen vor der Wand gefahren, alles Mögliche. Deine Frau ist sehr jung gestorben. Ja, richtig. Woran ist sie gestorben? Lungenkrebs. Lungenkrebs? Jawohl. In welchem Alter genau? 33. Ich war zu dem Zeitpunkt 28. Jetzt bin ich 33. Und jetzt hatte ich letztes Jahr im Juni einen schweren Unfall gehabt von der Arbeit aus, auf dem Weg nach Hause. Hab bis Januar im Krankenhaus gelegen. Mit mehreren Brüchen, Prellungen und habe ich nicht gesehen, weil ich bin mit dem Motorrad von Arbeit nach Hause gefahren, wurde von Daimler überrollt. Wurde dann am 5. Januar entlassen und am 15. Januar habe ich den Entschluss gefasst, irgendwie muss man schon mal irgendjemand, falls es da oben lieben Gott gibt, Danke sagen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr gläubig. Zumal habe ich den Glauben komplett verloren gehabt, wo er meine Frau genommen hatte. Seitdem habe ich es dann nie wieder geschafft, mich richtig zu verlieben. Ich habe eine dicke, fette Mauer um mich herum gebaut, wo ich dann wirklich niemand an mich rangelassen habe. Ja. Und ich hoffe, wenn ich jetzt diesen Weg fahre, dass ich diese Mauer abbauen werde und auch wieder zu mir selber finden werde und auch wieder Mut am Leben finden werde. Geht es darüber hinaus, dass es auch so eine spirituelle Sehnsucht ist, dass du vielleicht wieder zu deinem oder zu einem Glauben finden möchtest? Auch, ja, auch. Also, ja, genau, richtig. Zu einem Glauben,
wie genau ich das jetzt definieren soll, weiß ich momentan nicht. Kann ich jetzt auch momentan nicht so sagen. Das heißt, die letzten Jahre waren für dich sehr schwere Jahre? Die letzten Jahre das von 2002 bis zum heutigen Tage war also mehr oder weniger. Das fing an mit dem Tod deiner Frau? Richtig, genau. Dann hattest du gerade gesagt, gab es ein großes Problem mit deinem Unternehmen, was dir gehörte? Richtig, genau. Ich hatte das mit einem Kollegen gehabt. Mein Kollege ist dann abgesprungen hinterher. Wir hatten 10 Angestellte gehabt. Mhm. Ja gut, ich habe es dann vor der Wand gefahren, weil ich sowieso in dieses tiefe Loch gefallen bin. Da war mir sowieso alles egal gewesen, mein ganzes Leben, alles war mir scheißegal. Hast du dich auch noch verschuldet? Ja, reichlich. Reichlich? Das heißt, die Schulden hast du heute noch? Heute habe ich noch offen 92.000. Oh, weia. Mir läuft aber eine Regelinsolvenz, seit 31.01. ist sie Gott sei Dank durch. Mhm. Und dieser Unfall, von dem du gerade erzählt hast, ja. Kann man sagen, dass das die Haupterschütterung war, dich jetzt zu dieser Sache zu entscheiden? Richtig auch, weil ich hatte wirklich ein halbes Jahr gelegen, ich hatte schwere Entzündungen im Körper noch gehabt, das wollte nicht verheilen. Meine Schulter ist bis heute noch nicht verheilt, die ist immer noch offen, also der Bruch ist immer noch offen. Und dann kannst du so eine Reise antreten? Werde ich wohl müssen. Wie, die Schulter ist noch offen? Die ist nicht zugeheilt? Also die Haut ist wohl zugeheilt, aber der Bruch selbst ist nicht verheilt. Ach so. Mhm. Der Bruch selbst ist nicht verheilt. Da war eine dünne Schicht drüber gewesen, eine dünne Hautschicht, also Knochenschicht. Mhm. Aber die hat sich jetzt in den letzten 4 Wochen wieder gelöst, weil ich war ja wieder am Arbeiten. Was arbeitest du? Ich, Qualitätsinspektor. Ach so. War wieder am Arbeiten gewesen und dadurch ist der Bruch wieder aufgegangen. Und warum verheilt dieser Bruch nicht endgültig? Das möchte ich gerne wissen, das wollen auch die Ärzte wissen. Das weiß keiner warum. Hast du mit deinen Ärzten, die dich behandelt haben, dieses Vorhaben besprochen? Hatte ich besprochen. Ich bin ja auch wieder gesund geschrieben, also berufsmäßig. Ja. Und der Arzt hat gesagt, ja, wenn du das machen musst, dann musst du das tun. Mhm. Nee, seit er meinen Segen hasse, nehmen dir vorsichtshalber einen Auslandskrankenschein mit. Mhm. Ein paar gute Schmerzpillen oder so? Ja, hat er, also ich habe noch meine Schmerztabletten, meine Tropfen, die nehme ich auf jeden Fall mit, falls die Schmerzen wirklich extrem werden. Wie lange ungefähr wird es deiner Berechnung nach dauern? Ich rechne mal, da ich die beiden kleinen Hunde bei habe, den ganzen Weg mit Fahrrad mache, das meiste alles bergauf ist, gehe ich mal von 3 Monaten hin aus. Es ist ja nicht immer bergauf. Du fährst ja quer durch Frankreich durch. Ja gut, ich fahre quer durch Frankreich, da kommt natürlich auch wieder bergab. Ne? Dann über die Pyrenäen, das ist natürlich dann sehr aufwendig. Und da geht's dann wieder richtig los, Pyrenäen, Bilbao da oben, die Ecke, da geht's dann wieder richtig los. Ne? Da muss ich dann wieder richtig ran an die Pedale. Planst du denn zurück mit dem Zug zu fahren oder zu fliegen? Nee, mit dem Fahrrad. Du willst zurück auch wieder fahren? Ja. Das ist ja verrückt, das ist ja wirklich verrückt. Ja, weil, wie gesagt, ich bin jetzt, wo ich gesund geschrieben war, wegen meiner Arbeit, der Buch ist ja wieder aufgegangen. Ja. Dadurch war ich wieder krank geschrieben gewesen. Dann hatte ich die Arbeit verloren gehabt dadurch. Mhm. Jetzt bin ich wieder gesund geschrieben. Mhm. Jetzt kriege ich keine Arbeit mehr. Meine alte Firma nimmt mich nicht mehr. Ja. Andere Firmen hier in Deutschland trotz Aufschwung sagen, nee, danke, wir können dich nicht gebrauchen. Das heißt de facto, du hast die Zeit auch dafür im Moment. Genau, Faktor, ich habe die Zeit dafür. Negativer Faktor dabei ist, ich kriege keinerlei Leistung. Ah ja. Das heißt, wie finanziere ich, das kostet nicht so sehr viel, aber du musst ja nur essen und gewisse laufenden Kosten sind das ja auch. Wie finanzierst du das? Ich werde mir mein Didgeridoo mitnehmen. Aha. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auf den Marktplatz setzen und eine Stunde ins Didgeridoo blasen und hoffen, dass mir jemand einen Euro im Hut schmeißt. Das könnte durchaus passieren, wenn du es gut machst. Ja, ich meine, Didgeridoo spiele ich schon seit 2002. Hast du Angst vor der Reise? Ehrlich gesagt, innerlich schon, ja. Oder vielleicht sollte man es anders ausdrücken. Du hast wahrscheinlich Respekt vor dieser Reise. Richtig, weil es sind knapp 3000 Kilometer. Ja, da können nun viele, viele Dinge passieren. Und ja, gerade Frankreich, mitten durch Knüste, sage ich jetzt mal. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Ich bin alleine. Ich habe meine kleinen Hunde dabei, die können nicht viel ausrichten. Ich habe ein Zelt und ein Schlafwerk. Hast du das Buch von Habe Kerkeling gelesen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, lies es mal. Das ist sicher für jemanden, der etwas Ähnliches vorhat, sehr interessant. Von dem Buch habe ich erst erfahren, nachdem unsere Presse hier auf dem Dorf mich drauf angesprochen hatte, auf meine Reise. Die hatten das mitgekriegt. Da hatte ich erst erfahren, dass H.P. Kerkeling das überhaupt gemacht hat. Ja, und dieses Buch ist seit einem Jahr Nummer 1 in den Bestsellern und ist ein großer Erfolg. Mhm. Und wenn er so in den Talkshows darüber erzählt, ist das ausgesprochen beeindruckend. Und für dich sicher noch interessanter, ja, weil du es vor dir hast und weil du sowas machen wirst. Hast du denn das auch vor, irgendwie zu vermarkten? Wirst du irgendwie auch Tagebuch schreiben oder... Ich
denke mal, ich schreibe wohl mein Tagebuch, ich nehme eine Digitalkamera mit, ich nehme 2 GB Speicher mit. Mhm. Da kommen dann wohl so ein paar tausend Fotos zusammen, gehe ich mal von aus. Wobei ich ja glaube, das hat der Harpe Kerkeling auch so gemacht. Der hat das auch nicht vorher geplant. Ich glaube, wenn man das vorher plant, geht es meistens in die Hose. Ja, geht das in die Hose. Und dann geht auch diese spirituelle Suche kaputt. Ja, richtig, weil man sich irgendwie auf irgendwas verbeißt. Genau. Ich muss ein Buch schreiben, ich muss ein Ja, das schreiben. Genau. Du bist mit den Gedanken wieder irgendwie ganz woanders. Du musst, wenn, dann auf der Reise sein. Genau, auf der Reise, bei meinem Tagebuch. Was du hinterher dann mal irgendwann daraus machst, ist eine andere genau, Frage. Genau, dann kann man das Tagebuch, wenn man dann mal wieder irgendwann zu Hause ist, kann man dann das Tagebuch mal aufschlagen, sich durchlesen und dann kann man immer noch sagen, was hat, könnte man eventuell vermarkten. Und selbst dann müsste ich mich erstmal schlau machen, wie überhaupt. Ja, und also, ich glaube, das Thema ist eh durch den großen Erfolg von Harpe. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir gar nicht drüber reden. Genau. Ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du sowas Drastisches machst? Dass ich sowas Verrücktes und sowas Drastisches mache, ist das erste Mal. Ja. Ich meine, ich habe schon einen Haufen verrückte Sachen gemacht, mal eben mit dem Auto nach Frankreich Baguettes holen und so. Na gut. Das haben wir in der Jugend gemacht, ja. Wo wir gerade den Autoführerschein hatten oder wo ich frisch verheiratet war, da sind wir auch mal eben kurz nach London rüber. Ja. Aber sonst... Was nimmst du dir zum Lesen mit? Zu lesen? Mhm. Diesen Pilgerpass habe ich bei, ja. Dann habe ich noch ein paar Lektüren von den Jakobsbrüdern dabei. Ja, ja, meine Landkarten und das war's. Nimmst du dir Musik mit? Musik, ja, ich werde mir wohl so ein kleines Radio mitnehmen, was ich vorne am Fahrrad dranhängen kann, dass ich wenigstens ein bisschen Unterhaltung habe unterwegs. Ja. Und auch nachrichtentechnisch auf dem Laufen bin. Natürlich, das ist ganz gut. Ja, ich weiß nicht, braucht man das? Ich denke mal, die Nachrichten brauche ich, ja. Ja. Ne, zumindest muss ich wissen, was in den Ländern los ist, wo ich durch bin. Ich meine, gut, ich werde... Vielleicht wirst du irgendwann in so einer Phase sein, dass dir das ganz egal ist. Dass du ganz andere Wichtigkeiten hast und Prioritäten setzt. Aber wer weiß es? Also das haben mir schon viele gesagt, also die jetzt auch die Jakobusbrüder oder so, weil ich habe mich ja mit der Bruderschaft da in Verbindung gesetzt, ja. Die diesen Jakobusweg betreuen. Und die hat mir schon gesagt, also auf dieser Reise wirst du nicht viel brauchen, du wirst nur deine Wäsche brauchen, deinen Geist und dein Leben, mehr nicht. So, Markus, ich würde gerne jetzt mit dir eine Vereinbarung treffen. Ja. Ich möchte wahnsinnig gerne mit dir sprechen, wenn du zurück bist. Ja, klar, ist kein Thema. Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann dann so im Herbst sein, ne? Gehe ich mal von aus. Herbst, ja, Spätherbst. Ja, dann schickst du uns bitte eine Mail und nimmst Bezug auf das Gespräch heute. Mhm. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen haben wirst. Ja, klar. Und falls noch irgendjemand Interesse hat, mitfahren möchte, kann halt gerne tun. Vielleicht ist es aber auch gut, das alleine zu machen. Vielleicht ist es auch gut, alleine zu machen. Ich glaube ja. Mhm, ja. Meinst du, unterwegs trifft man bestimmt. Du triffst sowieso wahrscheinlich sehr viele Menschen und wirst sie auch wieder verlieren und es werden neue kommen und du wirst alleine sein und so weiter. Richtig. Lieber Markus, toi toi toi. Danke. Wer auch immer möge dich beschützen, dass du gesund und heil zurückkommst. Das möchte ich hoffen. Alles Gute von Herzen. Jo, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer ist das. Und die Mailadresse lautet domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer, der heißt Günther. Und Günther ist 29. Hallo Günther. Hallo Günther. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin der Freund von der Yvonne, die eben gerade angerufen. Ach, ehrlich? Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Stimmt es wirklich? Das stimmt wirklich. Du klingst gar nicht so, wie sie dich beschrieben hat. So bin ich ja auch nicht. Wie bist du? Stimmt das, was sie gesagt hat? Was sie gesagt hat, stimmt. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, auch schon immer gewesen. Ja. So, jetzt dann frag mal, dann sage ich dir. Jetzt muss ich noch erstmal fragen, du hast tatsächlich die Sendung verfolgt gerade? Ja, ich habe die Sendung verfolgt. Und wie war das für dich, solche Anschuldigungen zu hören, dass andere so über dich sprechen? Ich habe mich mit deiner Freundin über dich unterhalten. Wie hast du das empfunden? Normal, ohne Wut. Ohne Wut? Ja. Mhm. So, jetzt stell mal die Dinge aus deiner Sicht dar. Wir haben gerade Yvonne gehört, die sagt, dass du sie schlägst, dass ja. du streitest, dass du sehr aggressiv bist, dass du dich wenig entschuldigst und so weiter. Entschuldigen tue ich mich wohl. Mhm. Ich komme jetzt nicht mit Blumenstrauß, aber mir tut das leid, das stimmt. So, ich fange jetzt mal die Geschichte an zu erzählen. Mhm. Vor 5 Jahren habe ich Yvonne kennengelernt. Mhm. Auf einer Party und da war auch
mein damaliger Freund, der ihr Ex-Freund ist, über den sie eben geredet hat. Genau, ja, hat sie erzählt. Mhm. War sie da. Ja. Ich hatte mich in sie verliebt und irgendwann habe ich gehört, sie ist mit ihm aber zusammen. Mhm. Und ja, dann war sie halt mit ihm zusammen, da konnte ich ja nichts machen. Und eine ganze Weile dann, ne? Eine ganze Weile, mhm. Ja. So, und dann war das aber irgendwann zu Ende. Nein, das war nicht zu Ende. Sie hat mich irgendwann mal angemeldet, dass wir was zusammen machen könnten. Und da habe ich gefragt, warum mit mir? Und du bist doch mit Markus zusammen. Mhm. Ja, sie wäre noch mit Markus zusammen, aber die Beziehung wäre halt langweilig mit ihm. Und er würde nie was mit ihr machen. Ach, das Weil wir hatten, bevor sie mit Markus zusammenkam, hatten wir auch manches miteinander gemacht. Es war nicht sexuell, aber wir waren auch. Das heißt, sie hat Kontakt zu. Urlaub mal gewesen und wir waren auch Kino und Essen und alles, ja. Und so. Also, das hatten wir schon gemacht. Da war sie noch nicht mit Markus zusammen. Irgendwann habe ich dann gehört von Leuten, dass sie halt mit Markus zusammen ist. Okay, machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Ja. Euer Kontakt fing dann schon an, während sie noch eigentlich in der alten Beziehung drin hing. Ja, und wir gingen auch ein Jahr. Eigentlich haben wir den Markus betrogen. Ja, ja. Und am Anfang war das auch sehr schwer für mich, weil er ein guter Freund, vielleicht nicht ein sehr guter, aber ein guter Freund von mir war. Und mir hat das auch irgendwie, weil wir kommen vom Lande und da kennt jeder jeden, ja, auch aus dem Nachbarort und so. Und okay, soweit die Vorgeschichte. Ja. Lass uns mal zu den Anschuldigungen kommen. Sie sagt, du schlägst sie. Sie sagt, du seist sehr aggressiv. Ja. Was sagst du dazu? Es kommt ja nicht immer von ungefähr, dass ich wütend werde. Klar darf ich nicht aggressiv werden und sie schlagen. Das stimmt. Das heißt, du sagst, sie provoziert dich auch durch ihre Art. Ja. Durch das, was sie sagt. Ja. Was sagt sie denn? Das letzte Mal vorgestern, sie hat ja gesagt, sie hätte 365 Herzen bekommen für Valentinstag. Mhm. Das stimmt aber nicht, das waren zwar 365 Herzen, aber nur 52 Gutscheine. Und da waren, die anderen Herzen sind Liebesgedichte und so Zitate halt über Liebe und so. Mhm. Und jede Woche kann sie sich ein Gutscheinherz ziehen. Ja. Und da habe ich gesagt, manche Gutscheine kosten Geld und die ich machen muss, manche kosten halt gar nichts. Ja. Da hat sie eins gezogen, das war ein Gutschein für Flohmarktbesuch. Mhm. Und das kostet ja halt kein Geld. Mhm. Und da sie auch ziemlich neugierig ist, hat sie den Tag nach Valentinstag gefragt, ob sie dann noch zwei Herzen ziehen könnte mit Gutschein. Da habe ich dann ja gesagt. Das war dann halt für eine Fahrradtour und irgendwie hat sie gesagt, die kosten ja alle kein Geld. Jetzt nicht, dass sie geldgierig ist, oder dass ich Geld ausgeben muss. Aber jetzt hat sie irgendwas gesagt, was dich geärgert hat. Richtig, und dann habe ich gesagt, da sind auch noch viel mehr drin, die kein Geld kosten, wie zum Beispiel ein Liebesgutschein für einen Liebesbrief zu schreiben. Und dann wurde sie irgendwie ganz komisch und hat auch wirklich laut gesagt, ich habe sowieso den schönsten Liebesbrief in meinem Leben bekommen und der war von Markus und keiner kann einen schöneren Liebesbrief schreiben wie ihn. Da habe ich gesagt, lass es mich doch probieren. Nein, das kann keiner. Keiner kann einen schöneren Liebesbrief schreiben. Das ist der schönste, den ich bis jetzt bekommen habe. Und das war natürlich eine große Beleidigung für dich und eine Verletzung. Ja, ja, was heißt eine Beleidigung? Eine Verletzung. Die kann doch nicht, ja, eine Verletzung. Sag mal, die Sachen, hast du dir die alle ausgedacht mit dem Flohmarkt und Liebesbrief schreiben? Das habe ich mir alles ausgedacht. Hast du dir alles ausgedacht? Gut, das war ein Geschenk von Chibo, da waren auch so Vorschläge dabei, aber die haben mir nicht alle gefallen, deswegen habe ich mindestens 20 Stück selber noch erfunden. Sag mal, Günther, das ist natürlich jetzt schwer, jetzt für mich, da ich euch beide nur so einige Minuten sprechen höre, ja, da einen richtigen Überblick zu kriegen, aber was ich jetzt schon für ein Gefühl habe, habe ich denn nicht das richtige Gefühl, wenn ich sage, lasst es lieber bleiben? Das habe ich ihr auch schon des Öfteren gesagt, dann beenden wir das. Mhm. Und dann kommt sie dann irgendwann wieder zurück. Also was deine Person anbelangt, jetzt abgesehen von Yvonne, du musst dich
du musst dich in den Griff kriegen. Das stimmt, das weiß ich. Das musst du machen, da gibt es gar keine Diskussion, ob das jetzt Yvonne ist oder irgendjemand anders. Bitte? Ich sag, das ist jetzt auch egal, ob das Yvonne ist oder irgendjemand anders. Das darfst du nicht machen. Aber so wie bei ihr war ich noch nie und ich hatte ja auch schon öfters Beziehungen. Ja, aber dass sie dich so sehr provoziert jedes Mal, ist natürlich keine Entschuldigung, dass du handgreiflich wirst. Aber das zeigt mir auch, wie verfahren eure Beziehung ist. Sie war ja schon von Anfang an verfahren. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Guck mal, wir sind ja von Anfang an nie richtig zusammengekommen. Und dann hieß es einmal, sie ist mit meinem Freund zusammen. Geht sie ihrem Fremd mit mir fremd und wir kommen immer noch nicht zusammen. Und dann macht sie irgendwann mit ihrem Freund Schluss und wir kommen immer noch nicht zusammen. Wie würdest du denn dein Gefühl für sie heute beschreiben? Jetzt im Moment? Ja, gut, nicht jetzt. Ja, genau. Ja, von mir aus auch jetzt im Moment. Wie soll ich das sagen? Wie kann denn ein Gefühl sein für so eine Frau, wenn man sie kennenlernt, nicht zusammenkommt und dann ist sie mit seinem besten Freund zusammen und dann ist man später immer noch bei ihr. Wie ist denn das Gefühl dann zu ihr? Du hast jetzt nicht geantwortet, ich liebe sie. Nee, das stimmt. Du hast nicht geantwortet, ich liebe sie auch irgendwie. Sicher liebe ich sie, ja. Doch. Ja, aber auch nur irgendwie, ihr beide. Yvonne sagt das ja auch irgendwie. Yvonne hat ja gesagt, um Liebe dreht sich's gar nicht recht, hat sie vorhin gesagt. Das ist aber nicht. Du kennst uns, das. Ist mir klar. Du kennst uns jetzt nicht lange. Ist mir klar. Aber was wir alle mitbekommen, ist, dass ihr absolut. Ich gebe mir so viele Mühe. Ja, aber irgendwann muss man auch, da muss man auch irgendwann einsehen, dass es irgendwie nicht geht. Das passt ihr nicht zusammen. Das könnte auch sein. So, du hast es ja quasi gerade auch schon, hast mir ja recht gegeben. Ihr seid so verhakt ineinander. Ja. Und da gibt's keine Ruhephase, kein Glück. Richtig, die Ruhephase fehlt. So. Das Einzige, was bei uns fehlt, ist die Ruhephase. Ja, aber das ist doch das Allerwichtigste in der Beziehung. Wenn es auch mal kracht, okay. Das war eigentlich der Fehler, weil wir ja fremdgegangen sind miteinander. Und dann ging die richtige Beziehung, also ich rede jetzt richtige, weil sie und Markus halt, die Beziehung ging auseinander. Und ich war ja vorher auch schon ein Jahr da und ich habe dann gemeint, im fließenden Übergang geht das auf mich über. Und das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Und irgendwie schätze ich, also, aber das kann doch keiner wissen, wenn sie mit ihm Schluss macht, aber sie betrügt ihn doch schon ein Jahr lang mit mir. Günther, ich würde dir mal wirklich raten, geh mal aus dieser Vergangenheit weg. Das ist, also das hat völlig diffus angefangen, gebe ich dir recht. Richtig. Aber es ist diffus, darum geht es. Richtig. Jetzt im Moment ist es diffus und das ist alles nicht gut. Dann macht doch mal Folgendes, ihr beiden. Denn wenn ihr vielleicht nicht euch traut zu dem Schritt, wir trennen uns, dann sagt doch einfach mal, vereinbart doch mal, wir machen mal jetzt 2 Monate Pause. Ja, ich denke auch, dass das Allerbeste ist. So, dann seid ihr 2 Monate, kommt ja mal ein bisschen zur Besinnung. Richtig. Und nach 2 Monaten kann man immer noch mal überlegen. Das fände ich eine richtig gute Sache für euch beide. Ich habe das, finde das auch gut. Gut, dann kannst du ja jetzt mit Yvonne vielleicht noch telefonieren und das mal besprechen. Wahrscheinlich hat sie jetzt auch mitgehört, unser Gespräch. Vielleicht ruft sie dann nochmal an. Lieber Günther, wir sind soweit klar. Also das würde ich so sagen. Mehr, glaube ich, kann man da nicht raten. Ich denke auch, das ist das Beste. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und Respekt, dass du dich doch getraut hast, anzurufen. Das ist ja doch eine tolle Sache. Und du musst etwas mal an dir unternehmen. Du schlägst nie wieder eine Frau. Nein. Okay. So, mein Lieber. Alles Gute. Tschüss, Günther. Tschüss. Tschüss. Sabine ist 28. Hallo, Sabine. Hallo. Hallo, Sabine. Und zwar habe ich stecke ich sozusagen in einem Gewissenskonflikt und bin auch emotional etwas hin und her gerissen. Mhm. Ich habe direkt in der Familie einen Fall, wo ich sagen würde, da sind Kinder ganz klar vernachlässigt, verwahrlost, wie auch immer.
Wobei ich jetzt nicht weiß, es sind auch andere Familienmitglieder, die ganz klar der Meinung sind, da muss was passieren. Nur es tut niemand was. So, wie nah ist dieser, wie nah ist die Verwandtschaft? Es handelt sich dabei um meinen Bruder. In dem Bruder, also ganz nah. Ja. Und um wie viele Kinder handelt es sich da? Es geht um 2 Kinder. Wie alt sind die? 2 und das zweite Kind ist fast 6 Monate. Ja, und was meinst du zu beobachten oder was beobachtest du? Es ist einmal der Zustand der Wohnung, der also ganz klar für 2 Kinder, ich meine, es ist noch nicht mal schlimm, dass da jetzt ein Hund rumläuft, aber wenn ein Hund rumläuft, sage ich jetzt mal, dann macht man regelmäßig sauber, wischt, saugt etc. pp. Es hängen über dem Bett des älteren Kindes hängen Spinnweben von der Decke. Dann ist es ganz klar, dass ich also auch schon teilweise mitbekommen habe, dass es finden dort keine geregelten Mahlzeiten statt, dass die Kinder keine, wobei gut, die Kleine, die kriegt noch öfter als 3-mal, aber selbst der Kurze, der kriegt jetzt nicht Frühstück, Mittag, Abendbrot, das gibt's nicht. Der Kleine, das gab auch schon Tage, da habe ich den ganzen Tag da gesessen, dann hat er ein Butterbrot und ein Stück Kuchen gekriegt und du bist so oft da, dass du das auch beurteilen kannst. Und auch so durchgehend mal einen Tag oder Tage da? Also ich bin dadurch, dass ich nur geringfügig arbeiten gehe, bin und also auch nicht jeden Tag arbeiten gehe, bin ich schon, sagen wir mal, gut, jetzt die letzten 3 Wochen war ich nicht da, aber ansonsten eigentlich bestimmt 1-2 Mal die Woche da gewesen. Mhm. Gut, dein Vorwurf ist, die Kinder kriegen, da waren wir gerade stehen geblieben, kriegen keine geregelten Mahlzeiten. Was noch? Dann habe ich auch schon, ist mir jetzt zu Ohren gekommen vor ein paar Tagen, was mein Bruder selber erzählt hatte, irgendwie, dass es schon so weit ist, dass der Kleine Zigarettenkippen gegessen hat. Also außer Schachtel Zigarettenkippen. Oder wenn die Kleine jetzt schreit und ich sage jetzt mal, ein Kind schreit auch mal so, wenn es jetzt, sagen wir mal, selbst wenn die Windel sauber ist und wenn sie die Flasche gekriegt hat. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, kenne den Namen dieser Salbe jetzt nicht. Es hieß dann ja, die Kleine zahnt, aber wenn man da fühlt, sage ich jetzt mal, da sind keine Zähne. Die wird mal gerade 6 Monate, aber sie kriegt dann eine Salbe, sage ich jetzt mal, auf den Schnuller geschmiert, die halt beruhigend wirken soll, wenn Kinder zahnen. Mhm. Hast also du denn eine beruhigende Wirkung? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Schwägerin? Ich sag mal so, ich habe zunächst mal versucht, meine Mutter hat es versucht, aber da gebe ich zu, okay, sie hat die hat eine schroffe Art, sag ich jetzt mal, Kritik zu üben. Ich habe auch schon versucht, irgendwie Hilfestellung anzubieten. Deswegen war ja auch... Wie ist dein Verhältnis zu der Schwägerin? Man kommt nicht ran. Das war immer schon so. Das Verhältnis war nie gut. Es war eine ganze Zeit lang so schlimm, dass man nicht mal, wenn man, sagen wir mal, einfach nur zu Besuch hingegangen ist, dass man nicht mal reingelassen wurde. Also noch bevor die Kinder da waren? Noch bevor die Kinder da waren. Also das Verhältnis war immer schlecht, kann man das sagen? Ja, wobei, also von dem jüngsten Kind, jüngste Kind hat 3 Taufpaten, wobei ich ein Taufpate bin und also ich würde mal, erstmal denke ich mal, sucht man sich ja den Taufpaten seines Kindes nicht einfach nur so aus. Also ich würde schon sagen, es ist besser geworden. Nur Kritik, also sobald man irgendwie Kritik okay, übt, wie ist das Verhältnis zu deinem Bruder? Schwierig. Aha. Schwierig. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn Gespräche stattfinden, dass also mein Bruder zu Hause ist und sie irgendwie einkaufen, dass auch er mit der Beziehung, sage ich jetzt mal, nicht mehr unbedingt glücklich ist. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass die sagen, die mischt sich zu sehr in unser Leben hinein, die mag uns nicht, da ist eh immer eine Spannung zwischen uns gewesen und die macht uns und unser Leben schlecht. Hast du Beweise dafür, für das, was du gerade, das sind ja schon große Anschuldigungen, wenn man sagt, die Kinder werden vernachlässigt. Hast du Beweise dafür? Ich meine, erstmal muss man nur mal in die Wohnung reingehen. Mhm. Das mal ganz klar. Und dann, es sind so Sachen irgendwie, ich muss dazu sagen, ich habe 2 jüngere Brüder, daher ist mir das mit kleinen Kindern nichts Neues, sage ich jetzt mal. Ja. Bei dem Kleinen fängt schon an, der hat auf einer Seite das eine Auge, da ist der Tränenkanal zu. Ja. Damit sind die wohl auch zum Arzt gegangen, nur ja, es kann kein Arzt was machen, weil die Kinder ständig erkältet sind. Ja. Also, Sabine, wenn da wirklich Zustände sind, die so nicht sein dürfen, dann müssen natürlich die Behörden eingeschaltet werden.
Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ich möchte dich bitten, aufzulegen, und wir rufen dich